Heute stellen wir eine klassische Jagdwaffe vor, die Mauser 98. Diese Waffe wird in Jägerprüfungen heute noch sehr gerne als Prüfungswaffe vorgelegt. Diese K98 ist eine Waffe, dieses System ist schon weit über 100 Jahre alt und hat sich, ob bei 50 Grad minus oder 50 Grad plus, überall auf der Welt bewährt. Das Zielfernrohr bei diesen Waffen sind sehr häufig Sule-Einhakmontagen versehen. Bei der Sule-Einhakmontage muss ich nur diesen Hebel zurückziehen und das Zielfernrohr einfach abhängen. Umgekehrt hakt man vorne ein und mit etwas Druck ist die Waffe wieder voll über Zielfernrohr arretiert. Bei der Sule-Einhakmontage muss man einfach dieses Hebelchen, diesen Schieber zurückziehen und einfach das Zielfernrohr von hinten nach vorne aushebeln. Umgekehrt, wir stecken vorne die zwei Füße in den Montagesockel, arretieren, mit einem festen Schlag ist dieses Zielfernrohr wieder montiert. Zum Laden dieser Waffe. Der Kammerstängel ist geschlossen, den Kammerstängel öffnen und zurückziehen. Man nimmt die Patronen und steckt es einfach mit dem Daumen der rechten oder hier mit dem Daumen der linken Hand in das Zickzack-Magazin. In dem Kaliber 30-06, wie bei dieser Waffe hier vorliegen, können wir 5 Patronen in das Magazin einführen. Es ist darauf zu achten, dass die Patronen richtig angedrückt sind und kein Geschoss weit aus dem Magazin herausschaut. Wir laden die Waffe, indem wir den Kammerstängel direkt nach vorne und abdrücken. Jetzt ist die Waffe geladen und entsichert. Wir sichern die Waffe, indem wir diese Flügelsicherung nach rechts drehen, ganz nach rechts außen. Wir erkennen jetzt auch, dass die Waffe gesichert ist, indem wir den Kammerstängel nicht mehr öffnen können. Um die Waffe zu entsichern, legen wir einfach diesen Flügel auf die linke Seite. Sie sehen, der Kammerstängel ist wieder öffnbar und wir könnten schießen. Wir sichern die Waffe, indem wir diese Flügel nach rechts drehen. Man erkennt auch deutlich, der Kammerstängel ist jetzt nicht mehr zu öffnen. Das bedeutet, die Waffe ist in einem absolut gesicherten Zustand. Will ich die Waffe entsichern, muss dieser Flügel nach links gedreht werden. Jetzt ist die Waffe entsichert. Kleiner Test, Kammerstängel geht wieder auf. Wenn die Waffe geladen ist und ich möchte sie entladen, gibt es bei dem 98er-System eine Möglichkeit, die Waffe gefahrlos und im gesicherten Zustand entladen werden kann, indem ich einfach diesen Flügel in die Senkrechte bringe, direkt nach oben. Ich kann den Kammerstängel jetzt gefahrlos öffnen, die Waffe bleibt gesichert und ich kann die Munition herausrabattieren. Bei 98er-Systemen, die vom Militär her noch nicht abgeändert wurden, bleibt der Kammerstängel in hinterster Stellung, wenn die Waffe leer geschossen ist. Man muss nur in diese Daumenbeuge die Magazinlippen etwas herunterdrücken, den Verschluss nach vorne bringen und schon kann ich wieder. Aber sobald ich zurückziehe, arretiert das wieder. Lässt sich beheben, indem man diese Lippe ganz ein kleines wenig abschleift. Wenn ich beim 98er das Schloss herausnehmen will, gehe ich folgendermaßen vor. Diesen Flügel lege ich mit dem Daumen leicht zurück, öffne den Kammerstängel, halte den Flügel und ziehe das Schloss einfach heraus. Umgekehrt arretiert er ein, leicht das Magazin wieder reingedrückt und das Schloss ist wieder entsprechend mit der Waffe verbunden. Diese Waffe verfügt über einen deutschen Stecher. Bei einem deutschen Stecher sieht man immer, man hat zwei Abzüge und der hinterste Abzug ist, um die Waffe einzustechen. Ist die Waffe geladen und ich möchte über Stecher schießen, ziehe ich den hinteren Abzug. Man hört ein leichtes Klicken. Sie sehen auch, dass der vordere Abzug eingerastet ist. Und jetzt ist die Waffe eingestochen. Ich habe die Waffe entsichert. Springt jetzt das Stück Wild ab und ich möchte entstechen, ist das ein sehr gefährlicher Zustand.
Beim 8-9er-System brauche ich nur diesen Flügel senkrecht zu stellen und einfach in sichere Haltung abzudrücken. Ich kann das auch leise machen, indem ich mit dem Mittelfinger den Stecher gezogen lasse und mit dem Zeigefinger beide Abzüge dann gleichzeitig loslassen. Noch einmal, Mittelfinger und Zeigefinger lösen gleichzeitig den Stecher. Jetzt ist die Waffe wieder entstochen und gesichert. Man kann aber auch, wenn die Waffe gestochen ist, senkrecht hochhalten, Kammerstängel aufmachen und abziehen. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Sie sehen aber, wie kompliziert ein deutscher Stecher ist, und ich halte ihn in modernen Waffen für absolut überflüssig bzw. sogar gefährlich. Das 8-9er System ist ein über Jahrhundert Jahre bewährtes System, verfügt über eine Sicherung, die das Wort Sicherung wirklich verdient. Ich kenne keine Sicherung, die absolut besser funktioniert wie dieses System. Schlagbolzensicherung, der Schlagbolzen wird absolut gehalten. Die Industrie hält viele Innovationen für das System 98 bereit, um aus diesem 98er System eine moderne Jagdwaffe zu machen.